Spirituelles Wachstum ist nicht nur Licht und Liebe. Wahres spirituelles Wachstum kann nicht stattfinden, wenn wir immer nur Einhornstaub und Glitzer verstreuen und wir den Fokus ausschließlich auf die Schokoladenseiten des Lebens richten. Spirituelles Wachstum findet statt, wenn wir uns trauen, alle Anteile in uns zu beleuchten, die Lichten und die Unlichten, und wir ihnen den Raum und die Aufmerksamkeit schenken, die sie benötigen, alle damit verbundenen Gefühle zulassen und auch fühlen, um sie dann liebevoll in uns zu integrieren, zu heilen. Spirituelles Wachstum findet ebenso im lauten, hektischen Alltag statt, wenn es uns gelingt, trotz einer gestressten, angepassten und unbewussten Mehrheit geerdet, zentriert und bei uns zu bleiben und dabei friedvoll und liebevoll mit allen Seelchen umzugehen. Spirituell zu wachsen heißt auch, den Mut aufzubringen, trotz vorherrschender Meinung sein Nein zu allem klar und deutlich auszusprechen, was das Leben missachtet, ohne sich dabei über mögliche Konsequenzen zu sorgen oder dafür zu verbiegen. Spirituelles Wachstum findet statt, wenn wir die Stärke aufbringen, es ohne Ablenkung nur mit uns selbst auszuhalten und dabei dem Gefühl der Einsamkeit die Stirn bieten und dieses Alleinsein Schritt für Schritt als Bereicherung empfinden können. Spirituelles Wachstum passiert, wenn wir trotz äußerer Dunkelheit, Chaos und Kälte mit geöffnetem Herzen durch die Welt gehen, wir unsere Wärme und das Licht verbreiten, weil wir das Ziel vor Augen, das Vertrauen in uns selbst und den Blick auf das große göttliche Ganze nicht verlieren. Spirituelles Wachstum passiert, wenn das Vergleichen, Kräftemessen und Konkurrenzdenken von außen bei uns keinen Nährboden mehr findet, weil wir uns dessen bewusst sind, dass dies nur Diener des Systems sind, die Egoismus, Unzufriedenheit und das Gefühl der Trennung fördern sollen. Spirituelles Wachstum passiert, wenn wir in die Stille gehen und ihren einzigartigen Klang hören können, wenn wir uns mit Mutter Erde verbinden und ihren Herzschlag fühlen, wenn wir Zeit und Raum hinter uns lassen und dennoch völlig präsent im Hier und Jetzt sind, wenn wir uns als Teil eines größeren kosmischen Plans und dennoch als einzigartiges göttliches Wesen erkennen. Spirituelles Wachstum passiert in den dunkelsten Stunden unseres Lebens, beim Verlassen der Komfortzone, im freien Fall und mitten durch unsere Ängste, in dem Vertrauen, dass du niemals tiefer fallen kannst als in Gottes Hand. Wahres spirituelles Wachstum findet nicht statt, wenn wir selbsternannten Gurus folgen und auf festgetrampelten Pfaden schreiten. Spirituelles Wachstum findet statt, wenn wir uns erinnern, mutig unserer inneren Stimme folgen, Schicht für Schicht der Programmierung ablegen und wir Schritt für Schritt in unserem eigenen Tempo neue Wege beschreiten und dabei unsere einzigartigen Abdrücke hinterlassen. Spirituelles Wachstum erfahren wir in jenen Momenten, in denen wir unseren Geist ausdehnen, die Perspektive ändern, wir loslassen und
vor Erkenntnissen, Einsichten, Erfahrungen und Weisheiten fast übersprudeln. Und die uns dennoch in aller Demut sagen lassen: Ich weiß, dass ich nichts weiß.